Hallo! Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Das! Wir werden in Italiener sprechen. Ich bin Italiener, pass auf! Kriegen nochmal alle gleich. Okay, die Aufnahme läuft aber schon, ne? Ja, egal. Ich muss jetzt gerade selber erst nochmal wieder. Er war ja schon dabei, ja, RSD. Ah, ne, genau. Wir sind wieder alle hier, haben heute sogar noch einen Special Gast mit dabei. Sag mal hallo. Hallo. Genau, das ist Majid. Er übernimmt vielleicht auch noch eine Sprecherrolle, müssen wir mal sehen, wie er Bock hat. Und wie artig er ist. Genau. Kommt drauf an, ihr Vulpix für Pierre nochmal. Alles klar, dann gehen wir mal raus und gucken mal. Nochmal Italiener. Nein. Klaus. Nein, nicht Klaus. Am Arsch Klaus. Seit wann ist Klaus Italiener? Aber Klaus klaut das. Die Leichen sind weg. Dann ist. Ach nee, das lasse ich lieber. Gruselig. Tja, wer hat sie gegessen? Wieso kann ich immer noch nicht angreifen? Kann man das die Lava hat Schuld, ganz klar, alter Hunger. Ja. Kann man erst draußen angreifen? Ich glaube, ja. Ja. Boah, boah, tot. Oh, das oh da oben das geile Visa-Floor. Ah, das ist mein dickes Shithaufen. Ah, du bist ein Supermarkt. Oh, jetzt will er fast schon nicht wieder spielen. Das genau, ein Supermarkt müssen wir. Ach ja, da war ja was. Wir hatten ja eine Mission. Ich wollte eigentlich nur über Leichen laufen. Ey, ich glaube, da muss man auch ein tolles Lied machen. Mit den ganzen Sounds. Bestimmt, natürlich, ey. Dave meinte im Keller, so, sei der Generator. Mhm. Im Keller? Nein, Keller? Nein, verdammt! Ja, das ist verkackt. Ja. Keller kann ich den oberen Stockwerker und nach den Vorräten suchen. So, ich such mal. Ich hab noch was hier vergessen. Was ich hab noch was vergessen, das können wir gleich auch noch machen. Nee, du hast nichts vergessen. Doch, doch, hab ich. Was okay. Bin ja mal gespannt. Ja, du hast vergessen, auf die Leichen zu treten. Nee, schon wieder. Ich muss noch mal ganz kurz zurück. Warum weiß die Leichen aus? Hm? Das ist ein Problem. Ich finde das Geräusch abartig. Vorhin fandst du es noch geil. Ja. Problem, Chef, was ist mit dir kaputt, ey? Irgendwas ist. Er hat sich neue Sneakers gekauft. Oha. Ja. Ah, für Igelar. Weiße, ne? Weiße sind das wohl gemerkt. Haustierschuhe. Wer hat die gesprochen? Das wissen wir eigentlich. Keine Ahnung, alter Sack. Hatten wir schon das Radiomodul geholt? Ja. Bin ich jetzt gerade im falschen Spiel? Ich weiß es nicht. Ich bin verwirrt. Na egal. Das Radio hatten wir aus seinem Haus geholt. Da mussten wir alles mit Stärke so rumschieben. Ja, aber ich war der Meinung, es gab auch noch irgendwie. Das war das andere Pokémon-Spiel. Nein, dass man sich noch Musik dafür irgendwie sammeln konnte, war ich der Meinung. Das war das andere Pokémon-Spiel. Echt? Nee, hier konnte man Musik. Ja, konnte man hier, ne? Weil ich war nämlich der Meinung, das hatten wir hier schon. Ja. Ich bin verwirrt. Du bist immer verwirrt. Ich musste den Supermarkt. Ja, genau. Da laufe ich jetzt auch rein. Ich habe nur ein bisschen Zeit schon mal verschwendet. Ja, irgendwie sind wir jetzt genau da, wo wir vorher auch schon waren. Ach, halt die Klappe. Das schneidet er dann raus. Ah, ja, schneide ich so zurecht, als würdet ihr mit einfach nur Bullshit reden die ganze Zeit und nicht als Genie dastehen. Mal immer so. Den Schnitt möchte ich mal sehen. Der war richtig gut. Das kann ich angreifen. Bullshit labern, das wird sowieso funktionieren, weil das machen wir sowieso, aber... Photoshop Level damn too high. Vielleicht zensiert das einfach so schlecht wie Naruto. Ja. Oh, was da? Mein Computer wieder mal nicht funktioniert. Voll leise gerade, das ist voll unheimlich. Irgendwas passiert gleich. Oh, ich bin vielleicht sterben. Mülleimer, komm. Bianca taucht wieder auf mit ihrem scheiß Mülltank. Ja, kann gut sein. Und sie macht gerade mit dem Mülltank. Warum war die Tür da offen? Du weißt doch, das war auch wieder so ein komischer Sicherungskasten, wie ich mal. Wo? WTF, was ist hier passiert? Warum ist das da alles? Ja. Jetzt machen wir Licht an und jetzt. Boah. Das war der Aufzug. Das war schon. Lava! Mhm. Ja. Whoa. Oh Scheiße, wir müssen rennen. Schnell! Oh, die gehen ganz schnell. Könnten wir den hier? Nee, die sind zu schnell. Das sind Zombies auf Speed. Hör mal ehrlich, weil Licht an ist. Deswegen haben sie jetzt voll Panik. Die wollen eigentlich nur weglaufen. An irgendeiner kleinen Stelle könnten wir die doch alle platt machen. Wir müssen es mal versuchen. Das hätte viel mehr Stil. Ich hab aber Schiss, ich hab keine Eier gerade. Oh. Was kann denn Igel aber in Angriff? Kratzer. Das ist gut. Guck mal, wie behindert die sind. Haha! Na, damit sind sie jetzt schwieriger als du. Lernt das auch gar nicht mehr. Wissen wir ja nicht. Boah, Tür zu. Das wird sie aufhalten. Genau, sie können bestimmt keine Türen aufmachen. Okay, können sie wohl wirklich. Oh, nicht. Scheiße, die waren schnell. Verdammt schnell, wir Entschuldigung. Wir haben es da fast nicht rausgeschafft. Ah, wir waren ja nicht. Was war das? Keine Ahnung, hat da irgendjemand auf dem Boden gepinkelt? Ein Zombie hat abgezogen. Ich war es vielleicht. Ich glaube, es war ein abzwölmender Zombie. Ich glaube, Ethan hat gekotzt. Jo, Ethan hat gekotzt. Guck mal, da ist eine Schütze, oder? So, ja, ist es auch. Oder ist das ein Pissfleck? Das war doch Igelava dann, weil er stand doch hinter ihm. Aha. Er hat einfach in die Hose gekackt. Oh.
Böse, böse. Am Arsch. Was ist das denn? Keine Ahnung, was ist das? Am Arsch. Das pistet dich gerade. Ja, mal ehrlich. Das ist viel stärker als Milchzahn. Das bringe ich jetzt einfach nur rein zu. Ach was. Mach ich auch nicht. Natürlich, ich versuche das abzutimen, aber manchmal trifft mich das einfach bevor es. Alter. Meine Fresse nochmal. Oh, und was ging mir dran? Nee, Vorräte. Oh, Vorräte. Kannst du ihn damit ausrosten? Keine Ahnung, sicher nicht. Der Aufzug ist nicht blockiert. Welch eine Überraschung. Jetzt ist wahrscheinlich. Soll ich noch weiter nach oben gehen? Komm, ich guck's nicht. Da ist ein Kummelhof. Ein Scheibenkummelhof. Ah. Ja. Cool, bemerkt. Scheiße, ey. Magnetilo. Ja, wie kann das ein Zombie werden? Das ist doch ein Planet. Keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, ob die Leben wieder aufgefüllt worden sind, aber jetzt gerade. Okay. Geh einfach runter. Ja. Scheiße, Mann, bin ich schlecht, ey. Mit dem Aufheilen ist das das letzte Mal, dass wir uns heilen können, ne? Wir haben Vorräte gefunden, damit können wir es nochmal bestimmt. Hoffe ich. Ich glaube ja nicht. Na egal, schaffen wir auch so. Yeah. Kannst ja mit dem Visa-Floor ein bisschen. Das übernehme ich, weil ich den Rhythmus einfach gerade drin bin. Ja, wahrscheinlich ist das besser. Machst du nächste Folge einfach. Ich versau jetzt hier alles und dann. Kein Problem. Ich hab nur noch den Milzahn-Flash. Haben wir für ihn hier Vorräte? Genau. Noch mehr Vorräte holen, na geil. Danke, dass du meinen Text übersprungen hast. Achso, ja, war nicht wichtig, hatten wir schon vorgelesen. Nein, hatten wir nicht. Die können wir nicht mal benutzen. Ja, das ist ziemlich scheiße, ne? Aber du bist ja jetzt. Wenn wir alle Vorräte gesammelt haben, können wir das Progress Center wieder benutzen. Ja. Und wir werden überhalten. Unser so, oh Gott, das klang voll ekelhaft. Ich wäre das ein weibliches Igelaber. Oh, schön. So, das ja. Brando heißt. Ich hab mich darum gekümmert. Wo ist Angriff? A. A und S. Was war Feuer? Sicher S. Für Speed. Für Blut, genau. Oh. Ja, ist ja egal. Hast du doch schon. Ja, scheiße. Achso, ne. Haben jetzt keine Vorräte mehr. Ja, das ist natürlich blöd gelaufen. Das ist übel. Ja. Ach, was hast du denn gemacht? Wir sind wieder voll geheilt. Ja, ich hab. Hab's doch gerade. Da hat irgendwas aus. Magie. Kurzzeitgedächtnis und so. Gehackt und so. Das Koch kein Spaß. Schlürfgeräusche, die gemacht hast, waren einfach so umsonst. Oh yeah. Weiß ich nicht mehr. Ich hab Angst. Ja. Moment mal. Oh. Genau, es ging hier so fein, das wäre doch besser. Das war auch voll episch. Okay, weiter geht's, na? Oh. Nee, ist glaube ich schon Matsch. Komm, ich stopfe für Stopfe. Ich geh dir auch nur ein Stück vom Kopf. Ah, Hilfe! Ich will das ein bisschen abfallen. Ja, es ist witzig, ne? Junge! Ja, ihr Klein. Dein Wichser, ey. Das war das mächtigste Magnetilo aller Zeiten. Vorräte, aber richtig, wie das abgegangen ist. Oh nee, die Fahrstunde, davor habe ich Angst. Wir sind eh außer Betrieb. Verdammt. Oh, ein Raufi, ein paar Cooles, oder? Ist doch ein Raufi. Nee, ist wieder so eine Schlange. Wenn wir es einfach besser haben. Tschüss! Bombo kommt. Was soll das da? Fukano? Ja, Zombie-Fukano ist das. Die waren die besonders stark. Ja, die können ja auch nicht schießen oder so. Yeah! Guck mal, die Leiche sieht so aus, als würde sie ja immer noch was verkaufen wollen. Ja, verdammt, ey. Will sie bestimmt auch. Bist in den Tod ein guter Verkäufer. Das war Hunduster. Ja, Hunduster war ja der erste Gegner sogar. Kleiner Wichser. Wow. Können auch über die Stühle rüberlaufen. Können wir das vielleicht auch? Das ist gut genug. Oh, Moment. Was schade. Hä? Ich hatte doch noch Energie. Oh, nein, ich hatte doch noch Energie. Das ging einfach so weg.
Na egal, jetzt haben wir wenigstens wieder die Vorräte wieder. Die habe ich nicht verschwendet. Ah, ist gut. Aber einfach so, was. Ja, also ein bisher sehr erfolgreicher Start. Ja, auf jeden Fall. Ja, eins. Alter, heftige Mensch, ey. Was geht ab? Ja. Escape und wieder rein in den Supermarkt. Oh. Du musst aber den Generator jetzt nur noch neu einschalten. Was? Neu einschalten? Den Generator. Ja, okay, du musst erstmal den Keller natürlich wieder. Ich hätte vielleicht danach abspeichern sollen, weil ich hatte da ja noch keinen Schaden genommen. Ab in den dunklen Keller. Aber Steffen, dann hast du nicht gedacht. Ja, wäre eine Möglichkeit gewesen. Du stehst auf die Leichen von alten Säcken. Dave? Na, weg damit. Keller! Vorräte! Generator. Nee, das war nicht dick und blau. Generator. Mann, Pierre. Generator. Hör auf, mir meinen Job zu klauen. Ja, so. Das ist das Einzige, was sie ich kann. Sie klauen unsere Jobs. Oh nein, sie klauen unsere Jobs. Ich klaue keine Jobs. Ich übernehme sie nur. Aber hier sind sicher ganz viele tolle Sachen drin. Oh. Ja, muss man nicht Enter drücken. Zum Beispiel gar nichts. So, da. Kannst auch Leertaste drücken. Das genau, da ist garantiert was. Da ist wahrscheinlich überhaupt nichts. Ja, voll fies. Guck gleich nochmal, bevor du den Generator anschaltest, ob du da nach oben weg kannst. Da war noch durch sowas den Tolles. dunklen Gang. Da hat er mir aber Angst gemacht. Ja, auch. Da soll man auch Angst haben. Könnte aber auch zugemauert sein. Oder man geht direkt in die Massen rein. Weil sie ja da rechts so sind. Wolltest nicht? Ja, jetzt ist es zu spät. Läuft der da automatisch? Ja. Achso, okay. Da konnte ich nichts machen. Jetzt muss man gleich wieder flüchten. Und wenn man einfach durch die Massen durchgeht, ich bin gespannt, was passiert. Du bist nicht Jesus. Lava! Ah ne, jetzt war Moses. Bin echt gespannt, ob da was ist, ob man da weiterkommt, wenn man so ein Ultra-Item bekommt. Würde mich echt interessieren, ne? Kommt man wahrscheinlich später irgendwie erst hin. Alter, der Fette! Scheiß auf! Ah, der hat Hunger, Mann! Natürlich läuft der schnell! Warum sind die Fettig so schnell auf einmal? Weil die am meisten Hunger haben. Eigentlich könnten wir es uns ja einmal gönnen. Sie versuchen so, wenn am Ende so ein Knackpunkt. Da kommen aber immer neue. Ja? Ja, hab ich gerade schon gesehen. Ja, die kommen aus so random Plätzen da irgendwie her, ne? Ja. Einfach gucke, die laufen da jetzt gegen die Wand, keiner verfolgt dich mehr und gleich wieder bei einem, ja, sind wieder neue. Wieder neue. Ja, schade, ey. Na, Jungs? Und war gar nicht so knapp. Hat er sich gerade angezwirbelt? Ja, die waren immer noch schnell. Und der hat gekotzt. Und das ist weg. Speichern. Da kannst du ja hier nicht, oder? Kannst du hier speichern? Oh, wir müssen mal aus. Wenn du hier speichern kannst, dann Enter, Escape. Ja, kannst speichern. Ja, dann speicher mal und dann machen wir hier Schluss für diese Folge. Hallo. Deswegen bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.